Hier auch nicht. Da drüben, nö. Das heißt, da wird es dann wahrscheinlich gleich... Ui, Zaxis. Das sieht ja nach einem großen Macker aus. Davor sollte ich auf jeden Fall nochmal rasten und speichern. So. War's jetzt schon? Was hat er? Bezaubert. Oh, er ist bezaubert. Ist das nicht schön? Nein, weil es eigentlich schlecht ist. Ja, weil er dann vielleicht geneigt ist, die Succubi doch nicht anzugreifen, weil er, weil sie ihn verzaubert haben. Macker. Ach so, ich kann ihn nicht mehr auswählen. Hast du da irgendwie was? Guck mal, nein. Na, Magiban. Was ist damit? Ich probier's mal. Wow! Ja. Natürlich kann ich. Nicht schlecht. Also entweder ist das genau in diesem Moment ausgegangen oder das Magiban hat es natürlich ausgelöst. Dann wäre ich natürlich der King gewesen. Ja? Dann habe ich mich also mit Zaubern mehr oder weniger dann doch auch mal auseinandergesetzt jetzt. Und das ist sehr nützlich gewesen, weil... Ja gut, die Kämpfe sind momentan jetzt nicht so schlimm, aber... Naja. So, dann wollen wir doch mal gucken, was da abgeht. Zaxis weiß nicht, wie ihr die Barriere überwunden habt. Doch Zaxis ist erfreut, euch zu sehen. Ach, willst du mich jetzt auf einen Tee oder so einladen? All unser Schlagen und Reißen konnte die Tür nicht öffnen, doch unsere Klauen zerreißen euch leicht. Ach so. Das reicht. Schießen wir ihm ein paar Pfeile in die Augen und beenden das. Der Zaxis sieht wie ein ziemlich dummer Typ aus. Wenn er immer von sich in der dritten Person spricht. Mal sehen, ob wir ihn nicht auch austricksen können. In Ordnung, wir warten ab. Aber wenn er eine Bewegung macht, fliegen die Pfeile. Ich frag mich da gerade, welche Pfeile da fliegen sollen, Macker, wenn du gar keine mehr hast. Worauf wartet ihr, Sterblicher? Fürchtet ihr euch, Zaxis gegenüberzutreten? So, herbeordert. Das ist ja auch ein nettes Wort. Naja, so gemeinsame Sache möchte ich jetzt mit denen nicht machen. Oh, es gibt ja noch mehr. Wenn ich eine Türe wäre. Mhm. Welche Schwierigkeit habt ihr denn mit den Türen? Die Türen geben Zaxis nicht nach. Er kratzt und reißt an ihnen, doch sie wollen nicht fallen. Wer ist dieser Zaxis, von dem ihr immer zusprecht? Dumme, unwissende Sterbliche. Ihr steht vor dem mächtigen Zaxis. Ihr werdet geehrt, indem ihr durch seine Hand sterbt. Na gut. Also wenn ich eine Türe wäre, hätte ich vielleicht Angst. Aber wenn ich die da so sehe, gibt's hier wohl nichts zu fürchten. Ihr glaubt, diese Tür ist ein einfaches Ding, geformt von einem Sterblichen und leicht zu zerschlagen? Die Tür ist versiegelt durch die Macht der Gith. Gebunden und verschlossen. Zaxis hat sich bemüht, doch sie beugt sich nicht. Ach. So, so. Was ist eigentlich mit deinem Meister? Wird er nicht unzufrieden, wenn du versagst? Ja, sein Zorn wird groß sein. Wenn Zaxis in seiner Aufgabe versagt, wird er gestürzt. Aha. Das interessiert mich doch mal. Wer würde es wagen, einem so mächtigen Wesen wie euch das anzutun? Der Meister übt großen Zauber aus. Größer als jeder Sterbliche, den Zaxis jemals gesehen hat. Viele Dämonen wurden aus den niederen Ebenen gerissen, um ihm zu folgen. Kennt man ihn vielleicht als Fürst der Schatten? Namen kümmern Zaxis nicht. Sie sind ohne Bedeutung. Nur Macht und Stärke sind von Wert. So, so. Aber wenn du die Tür durchdringen solltest, dann hast du doch bereits in deiner Aufgabe versagt, oder? Zaxis hat nicht versagt, die Tür steht doch, sie wird fallen. Oh, sicher, zittert die Tür vor Angst in ihren Angeln. Moment, nein, das tut sie nicht. Nein, Zaxis braucht nur mehr Zeit. Das ist...
Nein! What the fuck? What the fuck? Oh, da ist sie ja wieder. Okay. Ich habe jetzt einfach mit dem Dämonen-Idiot ein bisschen geschnackt. Und dann hat er spontane Selbstentzündung. Das muss ich jetzt erstmal speichern. Warum? Ich habe mir doch nur die Freiheit genommen, mal ein bisschen mit ihm zu schnacken, weil er so ein Idiot ist. Ich dachte jetzt, ich muss gegen ihn kämpfen. Okay. Oh, ein Amulett. Coole Sache. Willensamulett plus 3. Gibt doch bestimmt jemand, der nur Wille 1 hat. Du hast plus 1, aber dich mag ich nicht so. Gesundheit. Zachan. Na gut, dann kriegst du Wille plus 3. Weil ich so lieb bin. Ja. So. Zack. Zack. Nochmal speichern. Weil das sieht da böse drin aus. Ganz ehrlich, ich guck erstmal. Ups, ich hab. Na los, Trantüte! Aufschließen! Ich guck erstmal, was hier noch abgeht. Ob hier noch irgendwas geht. Truhen. Epic Glut. Oder ob hier einfach nur wegen der. Ja, nicht wegen der Symmetrie, aber weil es vorher schon so Seitengänge gab, dass es die jetzt auch geben muss. Architektonische Regel. Habe ich nie aufgestellt, bin kein Architekt. Das ist quasi eine Konvention, ja, die hier eingehalten wurde. Saphir. Oh, Pfeile. 20 Pfeile, dann kannst du ja doch mal wieder wirbeln. So. Yeah. Hier, Meister. Kannst du auch deinen Bogen wieder anlegen. Ja. Ist das nicht toll? So, dann können wir eigentlich nochmal speichern. Sicher ist sicher, weil wenn ich laden muss, muss ich den ganzen Kram hier nochmal machen. Dann gehen wir mal rein. Weil ein anderer Weg ist ja jetzt nicht mehr da. Hm. Gehen wir weiter rein. Obwohl diese Dämonen unerwartet waren, ist es eure Ankunft nicht. Ich habe sie schon einige Zeit glasklar in meinen Visionen gesehen. Echt? Und nun? Was dachtet ihr, wie lange ihr vor uns fliehen könnt? Ihr habt unsere Splitter gestohlen, sie durch eure Berührung besudelt und nun werdet ihr sterben. Kalakcha! Kalakcha! Ach ja, das war ja ich. Wieso geflohen? Ihr habt Chandra gegen ihren Willen entführt und dafür werdet ihr bezahlen. Glaubt mir, wenn er erstmal auf eurer Fährte ist, seid ihr verloren. Wisst ihr, dass ihr nicht in der Lage seid, auch nur irgendwas von mir zu verlangen? Hm. Ihr werdet für eure Verbrechen büßen, zusammen mit diesem zerbrechlichen Geschöpf, welches das letzte Jarrow-Blut in sich trägt. Ja, ja. Haben schon viele Leute gedroht. Pack mal lieber wieder deinen Quetschtitten ein. Und verschwind mit deiner Kugel sonst wohin. Ja, ich würde mal sagen, die Githyanki haben mich zuerst angegriffen, also trifft euch die Schuld. Sie taten es als Antwort auf euer Verbrechen. Wenn ihr die Splitter tragt, tragt ihr ebenso die Schuld. Hä? Aber ich hab das Schwert nicht kaputt gemacht, Mensch! Tja, würde ich sagen. Also werdet ihr mich töten, ohne mir mein Verbrechen zu erklären? Welch Gerechtigkeit. Weil die Bösen müssen ja immer ihre Pläne erklären, bevor sie versuchen, den Guten zu töten. Das ist ja auch so eine Art Konvention. Beziehungsweise heutzutage eher noch ein Klischee. Ihr kennt eure Verbrechen. Es gibt keinen Grund, sie aufzuklären. Ach so. Nur um die Verurteilung zu verzögern. Hm. Gut, dann genug der Worte, dann beenden wir das hier. Dann sehe ich da keinen Sinn, weiter mit Ihnen zu schnacken. Genug davon. Wisset, dass ich euer Gesuch anhöre und euch diese letzte Gelegenheit biete, für euer Vergehen zu büßen. Aber, what the fuck? Mein Gnadensangebot ist folgendes. Ach so. Ich gewähre euch und euren Gefährten einen kurzen, schmerzlosen Tod, wenn ihr mir freiwillig die Splitter aushändigt.
die ihr gestohlen habt. Das ist natürlich ein Angebot, was ich wohl nicht ablehnen kann. Also ich werde die Splitter ganz bestimmt nicht hergeben. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr solche Reliquien meines Volkes behalten könnt? Sie gehören euch nicht. Olle Zibbe. Ich habe nun alle, die ihr bei euch hattet. Und doch scheint ihr immer noch einen zu besitzen. Und so komisch auf Zehenspitzen zu laufen. Ihr tragt einen Splitter des Schwertes in euch. What the fuck? Und ich werde ihn euch wegnehmen. Mit Gewalt. Das war jetzt aber sehr, naja. So. Kümmern wir uns erstmal um die Wächter hier. Bevor wir dich hier kaputt machen. Okay, er braucht eine Heilung. Am besten mal eine mittelschwere Wunden heilen. Stehen bleiben. Geil, wurde das jetzt gecancelt oder was ist hier los? Zauberst du hier auch nochmal? Achso, du bist stumm, du kannst nicht zaubern. Das hätte ich sehen müssen. Tut mir leid. Mittelschwere Wunden heilen. So, so. Sieht aus, als hätten wir. Dann müssen wir uns per Trank heilen. Oh, fuck. Mittelschwere Wunden heilen. Greifen wir an! Hast du schwere Wunden heilen? So. Greif ihn doch an! Meine Fresse, das ist natürlich scheiße, dass Bishop da drüben tankt. Das sollte so nicht sein. Das heißt, der Kampf ist schon mal richtig schlecht begonnen. Geil, und solange sie verstummt sind, kann ich natürlich viel machen. Du nimmst auch mal so nochmal bitte den hier. Na sowas! Greif sie an! Töte sie! Müssen wir mal auf die AP der Leute hier achten. Oh Mann. Du bist nicht mehr verstummt. Bitte mal bei Quora mittelschwer heilen. Natürlich kann ich! Natürlich. Und bitte mal bei ihm schwer heilen. Bei ihm. So, und du greifst bitte den an. Stehen bleiben. Sofort. Hast du noch einen Trank? Alter, nimm den. Ich brauch das jetzt. Ich brauch dich jetzt. Stehen bleiben. Sofort. Mein Zauber ist Greifen wir an. Gut, dann heilst du eben sie nochmal, falls sie das nicht rechtzeitig. Fuck! Dann gibst du dir selber erstmal einen Trank. Hast du den. Hoffentlich schaffst du das noch. Best gleich nochmal den nächsten Trank nachhauen. Und wir beide kümmern uns hier um die Leute. So, wie kriegen wir sie jetzt angegriffen? Musst du da wieder was bannen? Hast du hier Magie bannen? Ich hoffe mal, das klappt. Da sind sie! Hoffentlich mögen sie Überraschungen!